Wie es sich anfühlt, nicht sehen zu können, erfahren die Kinder des dritten und vierten Schuljahres am eigenen Leib. Mit Augenbinden tapsen sie durch Flur und Treppenhaus auf den Schulhof. Eine neue und ungewohnte Erfahrung für die Grundschüler. Ein komisches Gefühl und auch ein unsicheres Gefühl. Und es war auch sehr ungewohnt. Und ja, ich habe mich schon gefreut, endlich wieder Licht zu sehen, nachdem wir die Augenblinde abgenommen haben. Es war sehr, also merkwürdig. Man hat die Augen zubekommen und man geht dann durch Räume und so. Und man kann dann nur mit hoffen, dass man nichts passiert oder so. Ich finde das auch eine schöne Übung für die Gemeindeschule. Die Idee zu dieser Übung hatte der kommunale Behindertenbeirat Kelmis. Ihr Vorsitzender Horry Röhl ist selbst durch eine Diabeteserkrankung sehbehindert. Er engagiert sich auch als Animator bei DG Inklusiv und führt die Kinder an das Thema heran. Wir haben uns dabei gedacht, auch in die Schulen zu gehen, damit wir die Kinder erklären, schon von klein auf, dritte, vierte Schuljahr, damit haben wir angefangen, damit die lernen, dass eine Behinderung keine Krankheit ist, würde ich sagen, ja? Damit es auch eine Normalität wird, dass sie auch damit umgehen können, dass wir normale Menschen sind. Also das ist was, unser Ziel eigentlich. Wie ist es zum Beispiel mit einer Hörbehinderung zu leben und wie kann ich Betroffene unterstützen? Solche Fragen greift DG Inklusiv auf, ein Programm der Dienststelle für Personen mit Behinderung. Seit knapp 3 Jahren bietet sie Animationen für Erwachsene und Kinder an. Das Ziel ist eigentlich, den Menschen in der deutschsprachigen Gemeinschaft zu zeigen, dass jeder aktiv sein kann, wenn es darum geht, Barrieren aus dem Weg zu räumen. Und hier haben wir auch festgestellt, dass es viel wichtiger ist, dass die Animatoren, die selber eine Behinderung haben, darüber reden, wo sind denn Barrieren in meinem Alltag, wo finde ich die, was ist für mich eine Barriere, weil für einen hörbehinderten Menschen ist es natürlich, sind andere Barrieren da als für eine Person, die eine Sehbehinderung hat oder eine körperliche Behinderung oder eine geistige Behinderung oder. Und auch den Leuten ein bisschen die Vielfalt von einer Behinderung näher zu bringen. Beispiel Körperbehinderung. Die Kinder erfahren, wie es ist, mit einer Einschränkung der Mobilität zu leben. Auch wenn das Laufen mit Krücken zunächst Spaß macht, wird den Kindern doch ansatzweise bewusst, wie schwierig es im Alltag für die Betroffenen ist. Komisch irgendwie und anstrengend. Was ist denn besonders schwierig? Also so Treppen und so. Ich kenne einen, der im Rollstuhl sitzt. Meine Freundin hatte früher auch mal Krücken. Und was sagen die, wie das ist? Ja, sie finden das, glaube ich, auch anstrengend. Wer selbst einmal im Rollstuhl sitzt, kann besser nachvollziehen, mit welchen Barrieren und Tücken Betroffene zu kämpfen haben. Eine wichtige Säule bei DG Inklusiv. Die Tür, ja, aufmachen nach vorne und sonst kann ich nicht. Im Gegensatz zu vielen Erwachsenen lassen sich Kinder einfacher auf die Übungen ein, haben weniger Angst und Hemmungen, mit dem Thema umzugehen. So die Erfahrungen bei den Workshops. Horry Röhl freut sich über das große Interesse. Dass die Kinder sehr begeistert sind, ja? Wenn man etwas erklärt. Oder die haben auch offene Fragen, die haben keine Hemmungen, um Fragen zu stellen. Und diese Offenheit von den Kindern finde ich super und gehe gerne zur Schule und unterrichte oder sensibilisiere die Kinder. Nach der Gemeindeschule macht DG Inklusiv auch im César-Franck-Athenäum und in Hergenrath Station. In den nächsten Jahren wird das Programm in den Kelmisser Primarschulen weitergeführt.